Hallo liebe Leute, gestern lief ja nun die 7. Folge von Bauer sucht Frau. Fangen wir zuerst an mit dem Rinderzüchter Andy. Er bringt seiner Nicole morgens Kaffee ans Bett und die freut sich natürlich darüber. Er hat die Nacht auf der Couch verbracht und ihr sein Bett überlassen. Heute will er ihr nur den Hof, die Tiere und das Haus zeigen. Er geht mit ihr zu den Eseln und die werden dann auch gestreichelt und dabei hat er sie an die Hand genommen. Nicole hat ja nun eine 5-jährige Tochter und fragt den Andy, ob es ihn sehr stören würde. Er hat das natürlich verneint, denn er findet diese Frau ganz toll. Nun ist ja auch der erste Hoftag schon vorbei und der Wechsel steht bevor. Die Maya kommt aus dem Hotel und die Nicole fährt dann ins Hotel. Die Maya findet er ja auch ganz prima. Nun mit ihr das gleiche Spiel. Er zeigt ihr seine Rinderherde, die werden dann auch gestreichelt und sie macht sich an für sich ganz gut. Einen Bullen zeigt er ihr, der darf bei ihm auf Lebenszeit bleiben. Dann wollen sie einen zusammen in die Fangstation treiben, was auch gut geklappt hat. Der Tierarzt sollte nämlich kommen, aber dieser Jungbulle hat darin randaliert und das ganze Gatter mitgezogen. Und so haben sie ihn rausgelassen, damit nicht noch was kaputt geht und der Tierarzt brauchte dann nicht kommen. Jedenfalls ist der Andy ganz begeistert auch von der Maya. Er sagt, sie würde eine gute Bäuerin abgeben. Na, nun wollen wir mal sehen, wie er sich entscheiden wird. Er findet nämlich beide super. Jetzt kommen wir zum Schweinebauern Thomas. Er schlürft mit seiner Wienerin Nicole einen Cocktail und ihn bedrückt etwas. Darum fragt er sie, wie sie denn dazu steht wegen der Entfernung. Das sind schließlich 800 Kilometer, die sie trennen würden. Und darauf antwortet sie nur, ich musste schon einmal neu anfangen. Und erzählte ihm dann eine Geschichte. Sie ist als Rennfahrerin einmal schwer gestürzt und lag dann monatelang im Koma. Und danach musste sie wieder bei Null anfangen. Mit Sprechen, Essen, Laufen, eben alles. Und er war ganz gerührt von ihrer Geschichte. Jedenfalls hoffen beide, dass es zwischen ihnen weitergeht und sie küssen sich dann auch. Nun kommen wir zum Milchbauern Simon. Über den gibt es heute nur 2 Sätze zu sagen. Die Jackie packt nach einem Tag schon ihre Sachen und verlässt den Hof. Er ist ihr wohl zu ruhig und kommt nicht aus sich raus und das gefällt ihr nun überhaupt nicht. Und er steht nun da und guckt um. Nun kommen wir zum Rüdiger. Er zeigt seiner Tatjana, wie Eier sortiert werden. Dazu werden die Eier auf ein Fließband gelegt und die Sortiermaschine macht es dann von ganz alleine, die Eier nach Größen zu sortieren. Die beiden machen die Eier dann in Eierverpackungen und auch in Stiegen. Rüdigers Sohn Alex, der ja auch mit auf dem Hof lebt, hilft seinem Vater auch sehr. Und darüber freut dieser sich natürlich auch. Tatjana kommt zum Glück auch prima mit dem Jungen aus. Und der Sohn sagt, er hat seinen Vater schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Die Hofwoche ist ja nun zu Ende und der Rüdiger fragt die Tatjana, ob sie auch gerne noch 2 Tage länger bleiben würde. Und sie sagt spontan gleich ja. Und darauf folgen dann viele Küsse. Na, ich bin der Meinung, das ist ein passendes Pärchen. Als nächstes kommen wir zum Peter. Peter und Alina kochen zusammen, denn Mutter und Bruder sind zum Mittagessen eingeladen. Die Alina steht sehr unter Druck. Sie lässt den Peter die Kartoffeln in Scheiben schneiden, die nachher in den Backofen kommen und dann wird Lachs gebraten. Als die beiden Gäste zum Mittag ankamen, wurde gesagt, sehr lecker. Und da fiel der Alina natürlich ein Stein vom Herzen. Und die Mutter ist auch angetan von der Alina und sagt, es wäre sehr schön, wenn es mit euch beiden weitergehen würde. Der Peter hat für die Alina für jeden Hoftag eine Sonnenblume abgeschnitten, um ihr damit Danke zu sagen. Darüber freut die Alina sich natürlich sehr. Die Chemie stimmt zwischen den beiden. Und er würde sich natürlich auch sehr freuen, wenn es zwischen ihnen beiden weitergehen würde. Nun haben wir dann noch den Patrick. Er will seiner Julia zeigen, wie man Traktor fährt. Und hinten zieht er einen kleinen Mäher. Die Alina stellt sich sehr geschickt an und kapiert auch alles, was er ihr von diesem Hightech-Traktor erzählt. Er dirigiert sie mal links, rechts, geradeaus und so weiter und sagt dann auf einmal Stopp und sie soll aussteigen.
und sich vorne in die Schaufel setzen. Und dann hieft er die Schaufel nach oben und nun kann sie genau sehen, was sie gemäht hat. Und da erscheint dann ein riesiges Herz. Und das hatte sie selber jetzt gar nicht mitgekriegt, weil sie ja seinen Anweisungen gefolgt ist, wie sie fahren soll. Und damit wollte er ihr zeigen, was er für sie fühlt. Nun haben wir noch die Denise. Sascha hatte sich ja mal sehr gewünscht, mit ihr auszureiten. Und sie möchte ihm auch den Wunsch erfüllen und das ist nun ihre Überraschung. Beide striegeln die Pferde, dann werden sie gesattelt. Da der Sascha ja nun auch nicht so groß ist, sagt sie zu ihm, stell dich auf die Mauer, dann kommst du besser auf das Pferd. Und das klappt dann auch super. Dann reiten sie beide nebeneinander und sie bietet ihm die Hand an und so reiten sie dann Händchen in Händchen nebeneinander. Dann möchte sie von Sascha wissen, wie es ihm denn so gefällt und was er sich so denkt. Und bei diesem Gespräch, da stellt sie sich in einen Ameisenhaufen und fängt an rumzuhampeln wie bekloppt. Biest der Beißen natürlich auch. Sie sagt dann, was sie von beiden denkt und sagt, zwischen uns, das passt wie Arsch auf Eimer. Und er antwortet darauf, dass er ja auch schon verliebt in sie ist. Zum Schluss küssen sich beide und er trägt sie über die Schulter davon. Heute hatten wir auch noch einen Neuzugang, das ist der 32-jährige Niedersachse Leif. Er sagt selbst von sich, dass er schüchtern ist. Inka bringt ihm die Post und er hat sich dann drei Frauen ausgesucht und möchte sich aber lieber auf neutralem Boden treffen und hat darum ein schickes Lokal ausgesucht. Es kommen die Christine, die Chantal und die Irene. Jede der Frauen hatte ein Geschenk mit, aber er hatte auch für die drei Frauen ein Geschenk in eine Tüte verpackt. Irene sagt, dass sie ein sehr aufgedrehter Typ ist und darum etwas Ruhiges als Mann sucht. Die Chantal, die geht gerne auf Hunde schauen. Und für den Live ist das auch interessant, weil er ja mit seinem Rassegeflügel auch zu schauen geht. Als drittes unterhält er sich dann mit der Landwirtin Christina und die sagt dann, dass sie sehr auf korpulente Männer steht. Sie hatte selbstgemachten Schnaps dabei und den haben sie bei dem Gespräch auch gleich mal verkostet. Nachdem er mit den drei Frauen gesprochen hat, sagt er, ich nehme aber nur eine mit auf den Hof. Und er hat sich für die Christina entschieden. So, das war es im Großen und Ganzen über die letzte Sendung. Jetzt folgen dann noch zwei. Ich denke mal, da werden wieder so einige Pärchen hervorgehen. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.